Mein Name ist Jean Mostert, ich bin in einer deutschen Familie in Paris aufgewachsen und bin öfter mal zwischen beiden Ländern, Deutschland und Frankreich, hin und her gependelt, um dann schließlich in Frankfurt das deutsch-französische Abitur zu machen. Nach dem Abitur habe ich ein duales Studium in Mannheim an der DABW angefangen, in Partnerschaft mit der Université Paris-Dauphine in Paris und arbeite jetzt für das French Desk im Frankfurter Mazars-Büro. Der French Desk ist deutschlandweit ein etwa 50-köpfiges Team, das deutsche Niederlassungen französischer Firmen und auch teilweise Großkonzerne unterstützt. Da geht es um Prüfungs- und Beratungstätigkeiten in ganz Deutschland. Es gibt auch den French Desk noch an anderen Standorten hier in Deutschland. Allerdings ist Frankfurt der größte Standort. Hier haben wir knapp 20 Mitarbeiter, die im French Desk tätig sind. Das Studium ist blockweise aufgebaut. Das bedeutet, dass sich Universität und Firma alle 3 Monate abwechseln und man sich sozusagen immer sehr gut auf die neuen Aufgaben konzentrieren kann. 3 Monate am Stück auf die Universität und das Lernen, 3 Monate am Stück auf die Arbeit und den Beruf. Erstens hat es für mich die Kombination zwischen der Universität und dem Job perfekt gepasst, sodass man das Gelernte sozusagen direkt anwenden kann und dass unkonkrete Themen in der Universität sofort Hand und Fuß im Job annehmen. Zweitens war es für mich sehr wichtig, dass der Unterricht auf Englisch stattfindet, und zwar während der gesamten 3 Jahre des Studiums, was natürlich von großem Vorteil ist, dass man direkt mit dem Englischen auch so vertraut wird. Drittens war für mich auch ausschlaggebend, dass es eine multikulturelle Erfahrung ist mit 3 Auslandssemestern in Frankreich, wo man natürlich auch viele internationale Kommilitonen kennenlernt und viele multikulturelle tolle Erfahrungen sammelt. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass man sozusagen alle 3 Monate die Themen wechselt und nicht in eine Routine verfällt, wie das ja bei vielen Studenten so ist. Kommt man alle 3 Monate aus diesem Lernrhythmus etwas raus und kann sich auf berufliche und etwas praktischere Themen konzentrieren. Multikulturell, aufregend und lehrreich.